So, dann schauen wir hier nochmal hoch. Ah, hier steht noch eine Kiste. Hacksilber. Na sicher. Okay. Ja, deine Mutter. Ich hoffe, wir erfahren noch etwas über sie so ein bisschen. Weil, ich meine, wir wissen ja nicht, woran, weswegen oder wie sie gestorben ist. Und so ein bisschen Hintergrundfeedback wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Wir werden sehen. Ich kann da so viel verraten, das Spiel ist lange nach der Story noch nicht vorbei. Es gibt, ich glaube, ich habe das am Anfang schon erwähnt, irgendwie soll das Spiel so mit vielen, sag ich mal, Entdeckungsmöglichkeiten gute 40 Stunden Spielzeit betragen. Aber das Spiel ist nach Ende der Story oder nach Abschließen der Story noch nicht vorbei. Man kann die Welt hier weiter erkunden und es soll wohl noch, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber viele Geheimnisse zu entdecken geben. Oh, ja, ich... Was ist das da drüben? Bin gespannt, was uns hier noch so groß erwartet. Hier haben wir wieder eine Kiste mit, wo wir hier die Symbole zerstören müssen, die Runen. Siegel. Siegel, Runen. So, eins haben wir. Da hinten ist eins. Kommen wir da so ran? Ja, kommen wir natürlich. Zack. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden? Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Hä? Eins fehlt noch. Ups. Da steht eine Kiste. Hä? Bin ich blind? Muss ich jetzt das andere Stück da runterlassen? Da hinten. Da hinten leuchtet es. Gucken, ob wir da so rankommen. Natürlich nicht. Oh. Ein bisschen höher zielen. Hm. Noch höher. Nö. Gut, dann machen wir das anders. Hätte ja klappen können. Hätte, hätte Fahrradkette. So, zack. Ein bisschen vorsichtig hier. Man weiß nicht, was uns hier hinter jeder Ecke erwartet. So, das haben wir. Nehmen wir hier die Kiste noch mit. So, bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Öffnen die Truhe hier. Nummer 2. Fehlt noch einer, damit die Energieleiste sich füllt, erweitert.
Warte mal. Bevor wir da jetzt runtergehen. Ach scheiße, 1000. So können wir selber nichts dran machen. Ne. Nee. Rüstung haben wir noch keine. Hier werden Talismane ausgerüstet. Okay. Erfordert Axtverbesserung. Achso, hier. Gekauft. Gekauft? Drücken Sie beim Zielen der Zwang, um einen starken Angriff auszuführen. Ja, haben wir. 500. Gekauft. Achso, das haben wir schon. Alter. Okay. Das sind alles versteckte Fähigkeiten. Atreus hilft Kratos, wenn Gegner in bestimmten verwundbaren Zuständen sind oder wenn Kratos angegriffen wird. Ich glaube, das nehmen wir mit. Weil der Typ da unten, der hat irgendwie so eine... Wie soll ich sagen? Das muss... Ist ein anderer Gegner, wie die anderen sonst davor irgendwie. Weiß nicht, Lila ist ja meistens in dem Spiel irgendwie legendär, sag ich mal. So kommt man also hier runter. Das ist eine andere Nummer auf jeden Fall. Zumindest in der jetzigen... So, wenn wir jetzt hingehen, dann kommt der schon. Gut, dann. Bin noch nicht so weit. So, dann machen wir so, zack. Ah, die Rage, die ist so schnell weg. Oh, fuck, fuck, fuck. Geh weg da. Alter, was ist das für ein Vieh? Bin noch nicht so weit. Zack. Alter, treffen darf der mich nicht. Dann bin ich, glaube ich, hin. Komm schon. Und jetzt aber. Jawohl. Na komm, was war das für einer? Kriege ich hier nichts? Bestiarium oder so? Was ist das? Riecht ja übel. Hä? Dafür habe ich jetzt ein paar XP bekommen? Okay. Ich habe mir eigentlich mehr davon versprochen gehabt, aber gut. Aegis Gold, Hacksilber und weicher... Was ist das für ein Stahl? Svartalheim Stahl? Glaubst du, dass Wiedergänger in Gruppen auftreten? Und ein ganzer Haufen von denen da oben auf uns wartet und sie echt sauer sind? Junge. Tut mir leid. Liebe Fantasie. Aber es ist eine berechtigte Frage. Wir werden sehen, was uns noch so erwartet. Ups, Entschuldigung. So, da waren wir. Da oben wollen wir hin. Dann gehen wir wieder rüber. Haben wir hier noch irgendwo so eine Energieperlen liegen gelassen? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, wir haben alle mitgenommen soweit. Oder? Da liegt noch eine.
gut. So, ich glaube, hier haben wir es erstmal soweit. Dann gehen wir hier weiter. Ah, wir lassen die mal lieber ausgerüstet. Da oben waren wir. Ja, schon wieder so eine. Komm her hier. Zack. Das ist Kratos-Style. Orange voll. Ach, jetzt weiß ich, für was das gut ist. Oh, was ist denn jetzt los? Wo ist sie hin? Fuck. Was geht denn hier ab, Alter? Oh, Scheiße. Oh, Alter. Junge. Scheiße. Was ist denn hier los? Ah, diese Hexe oder was das da ist, ne? Stimmt denn mit euch nicht? Noch eine Wiedergängerin. Kann auch nicht. Oh, da kommt noch einer. Fuck, ey. Scheiße. Ich hab keinen Bock hier drauf zu gehen. Das ist übel. Diese scheiß Hexe, Alter. Ja, ach was. Was war das denn jetzt? Bin ich gerade ein bisschen baff. Hä? Was ist das? Oh Gott. Ich bin gerade zum zweiten Mal draufgegangen. Scheiße. Tut mir leid. Blühende Fantasie. Was war das denn eben? Weil die kommen da auch erst aus dem Boden raus, ne? Die waren vorher gar nicht zu sehen. Krasse Scheiße. Guck mal, haben wir hier noch was. Ne, hier haben wir nichts mehr liegen. Kacke. Was ist das da drüben? Wo? Da kommen wir so noch nicht rüber. Wir müssen erst hier lang. Scheiße. Let's go!
So, wo ist diese schwule Hexe hier? Wo ist sie? Diese Hexe, ne? Benutze deine Pfeile! Kacke! Kann diesen Energieschub jetzt da gut gebrauchen. Er lässt mir da welchen liegen, das ist doch schön. Sag mir wann. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Was? Alter, komm klar hier. Noch nicht bereit, leider!
Also, was soll ich sagen? Das war eine harte Nuss irgendwie. Heavy, ey. Ich weiß nicht warum, aber das war... Ich musste mich gerade erst mal konzentrieren. Das war echt... Ja, das kennen wir doch schon. Das war gerade eine echt harte Nuss, warum auch immer. Krass. Ich glaube, es wird so langsam Zeit, irgendwie mal Rüstung oder irgendwas zu bekommen, weil wir müssten mal irgendwie so langsam ein bisschen pushen. Da müssen wir hoch, hat er gesagt. Aber erstmal gucken wir, dass wir da hinten irgendwie noch. Ich sag mal, hinten in der Ecke, da war ja auch noch irgendwie was. Wie kommt man hier hin? Kann ich irgendwas sehen? Warte mal, wir gehen hier nochmal hoch. Können durchkommen? Was ist denn los hier? Ach, hier wahrscheinlich, oder? Ja. Hä? Okay, nehmen wir erstmal das hier. Sagst, wie kommen wir hier durch? Ich will da hin. Hä? Bin ich doof oder was? Warte mal, von da oben? Kann ich von da oben was sehen? Da muss ja irgendwie hier ein Weg durchgehen, oder was? Nee, sehe ich erst recht nix. Scheiße, was denn nun? Da so rüberspringen kann ich nicht. Ist das sicher? Was haben wir hier? Hacksilber? Es war Teil Feinstahl. Okay. Sagen wir mal lieber, wie wir da hinten hinkommen. Hallo. Ich möchte lieber erstmal wissen, wie ich da hinkomme. Das kann ja nicht sein, oder was? Irgendwas muss ich doch hier übersehen. Oder muss ich doch erst da rein und dann...
Ich weiß es nicht. Ich bin ja gerade irgendwie etwas überfragt. Da komme ich nur von der anderen Seite daran. Wir gehen erstmal weiter, bevor ich mir hier weiter noch den Kopf zermarter. Nachher ist es wieder voll in eine andere Richtung. So, was erwartet uns hier? Ja, wir gehen weiter. Keine Angst. Was stinkt hier so? Jetzt? Menschen! Sie sind unberührt. Sieh doch! Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage, ohne Fleisch. Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Dann müssen sie am Leben halten, ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Es ist nur einer. Mach auf den Bogenschützen auf! Schattenkrieger. Treffen Sie mehr dieser geschosswerfenden Magienutzer, indem Sie die Landschaft. Ja, bla 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 bla. Das sind Menschen. Wo ist noch einer? Da oben. Junge. Hä? Was ist los? Hallo. Jetzt. Wären wir hier noch sentimental? Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weite Reise. Nanu? Die verwandeln sich. Warte hier. Ich erledige das. Alter, kommt klar jetzt hier. Zum Berg, den Ruinen entkommen. Die Kette. So, gucken wir mal, was wir hier noch an Hacksilber kriegen. Hier. Lass die Kette runter. Mach ich. Na dann, hopp. Hopp, hopp.
Wo ist er denn? Da. Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein, ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na los, komm, ich bin bereit. Na dann los. Haben wir hier alles? Hängt hier noch irgendwo was? Ich guck noch mal kurz. So, was ist jetzt hier die richtige Richtung, ne? Weil geht nur in eine Richtung. Was ist das denn jetzt hier? Okay. Nun gut. Da geht's noch runter. Hör mir jetzt zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Der Weg zum Berg. Hier haben wir auch noch eine Kiste. Dann gehen wir hier noch runter. Gucken, wo uns das hier noch hinführt. Hier, wo der... Ja, alles klar. Ich weiß, wo wir sind. Gesichter der Marie. Neues Artefakt-Set. Masken 1 von 9. Ja, warte mal, das andere fertig. Was bist du denn hier? Oh, was ist das? Odins Augen. Okay. Deswegen bin ich immer noch so an ein, zwei Stellen, wo ich nicht... weiterkommen oder reinkommen. Hier kommen wir auch nicht runter. Das ist so merkwürdig. Irgendwo habe ich was übersehen. Die Frage ist nur wo. Das gibt's doch gar nicht. Hier sind wir ganz oben.
wartest du? Jetzt komm schon! Auf geht's! Es geht hier ab. Das ist die Brücke. Das heißt, wir müssen nach so komischen blauen Raben auch noch Ausschau halten. Wer ist er hier? Sie fürchtet sich vor etwas im Sister. Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Was ist da los? Du hattest recht. Du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Rob. Vera Lob. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerten, außer uns beiden. Ja! Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Digger Bigja, Dombr, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ach, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Gerne, hab geöffnet. Brocks Laden. Willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen, oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Drücken Sie rechts, um das Verbesserungsmenü aufzurufen. Waffe verbessern. Brock hat Ihnen eine Frostflamme gegeben. Eine seltene Ressource. Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können Sie Ihre Ausrüstung herstellen und verbessern. Drücken Sie X, um die Leviathan-Axt auszuwählen. Okay. Kratos Ausrüstung verfügt über Kraft und Werte. Bei Verbesserung der Axt wird sie hochgestuft und ihre Stärke erhöht. Dies hat auch Auswirkungen auf Kratos Kraft und Werte insgesamt. Okay. Wertebeschreibung. Der Schaden eines Runenangriffs kann durch Verbesserung der Runenkraft erhöht werden. Abklingzahl. Runenangriff abklingen kann durch Verbesserung der Abklingzeit reduziert werden. Klingt logisch. Jeder Wert spielt im Spiel andere Vorteile. Nur um die Beschreibung auszublenden. Kraft und Werte eines verbesserten Gegenstands werden auf der Gegenstandskarte bei Kratos Werten angezeigt. Waffe verbessern. Verbessern. Zur Verbesserung eines Gegenstands erforderliche Ressourcen werden unten auf der Gegenstandskarte angezeigt. Okay. Halten Sie Viereck gedrückt, um die Leviathan-Axt zu verbessern. Machen wir das. Verbesserung von Leviathan-Axt erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Okay. Die Axt befindet sich jetzt auf Stufe 2. Finden Sie eine weitere Frostflamme, um sie weiter zu verbessern. Okay.
Neue Fähigkeiten im Kauf freizuschalten. Im Pausenmenü unter Fähigkeiten können Sie sie erwerben. Kreis drücken. Okay. Ich würde trotzdem sagen, wir machen jetzt erstmal den Clownbogen. Verbessern. Zack. So. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Gut. Was brauchst du noch? So. Brustrüstung. Abwehr 10. Wildschweinhaut. Schulterschutz. Stärke und Abwehr. Nicht Abwehr. Stärkte Rüstung aufgekocht, nicht sehr bequem, erhöht aber die Stärke leicht. Ich glaube, wir nehmen erstmal. Schwierig. Wir machen erstmal so. Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hätte es aber vielleicht einen Tag. Ausrüsten. Atreus auch gleich. Ja, was hat er denn hier? Gezielter Schuss Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Nehmen diese mehr Schaden? Nehmen wir doch die hier. Herstellen. So klein ist die hier, ist das ein natürlicher Schutz? Ausrüsten. Okay. Haben wir hier Artefakte unentdeckt? Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch Karte aktualisiert. Achso, der Laden. Oh, was haben wir hier? Achso, da kommen wir her. Fähigkeiten. Ah ja. Okay. Alles 1000 EP. Hier noch. Halten Sie A1 gedrückt, um einen Axtangriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft und sie bewegungsunfähig macht. Ach komm, nehmen wir mit. Was kostet die Welt? So.